So, hi Leute, da sind wir wieder mit Borderlands. Und da ist Kandras Arsch, oder was? Ja, klar. in den hautengen Leggings. Ja, das kann er mich töten, Hilfe, ich muss weg. Okay, gehen wir Klingenblumensamen farmen. Sammeln, ja. Was weiß ich. Jetzt sind wir schon wieder hier, meine Fresse, dieses Scheißgebiet lässt uns einfach nicht in Ruhe, ey. So, schauen wir mal, wo müssen wir denn hier hin? Lang. On my way. Müssen wir da lang. Oh, irgendjemand hat irgendwas gepult. Man kriegt diese Meldung kriegt man auch immer hier angezeigt, oder? Fight Level. Ich finde die Musik hier ganz geil irgendwie. Das ist die Kampfmusik. Ja. So, hier sind die Samen. 1 von 8. Yuri hat den Samen gefunden. Ja. Da hinten ist noch einer. Achtung, Knall hat er. Alter, macht das Gewehr einen Damage, ey. Ich sterbe. Alles kriegt ein Medipack. Ja, hier ist gut. Zwei sogar. Ja, wäre gut, danke. So, kam noch einer, Moment. Von rechts. Da. War es Kandra. Das war ich. Okay. Check! Ich bin so down. I am so down. Hier liegen noch zwei rum. I need some heal right now. Da liegt Schild mit 61. Was für ein Überschild. Schild mit 61 hätte ich sonst auch noch. So ein grünes Ding. Langsame Gesundheitsregeneration. Okay, das ist wiederum cool. Ja. Ich habe ein 128er Schild. Einer der Samen. Gucken, ob man da so hochkommt. Ja, so ziemlich das gleiche Schild habe ich auch. Ah, prima. Zumindest im Inventar. Mit Ascandra. So, müssen wir jetzt hier runter? Ja, da hinten ist auf jeden Fall noch einer. Lade nach. Ich auch. Ach, Quatsch. Na, da hat die Viecher gegeben, gut EP, ey. Ja. Alter, Spucker. Okay. Ich mutiere zum Sniper mit dem Ding, ey. Was benutzt hier gerade zu dir irgendwie, also mit der Combat Rifle. Finde ich unglaublich geil. Die Combat Rifle ist auch cool, nur ich habe eine Combat Rifle, die hat nur 6 Schuss im Magazin und Einzelschuss. Dafür aber eine Genauigkeit wie Teufel, ey. Okay. Glaub mir nicht meine ganze Muni, ich hab davon so wenig. So 400, okay, jetzt kannst du auch erstmal wieder. So. Okay, da vorne ist mittlerweile auch irgendwie eine kleine Piff-Puff, die alles in Brand stecken kann. Ey, nichts gegen Piff-Puffs. Gehen wir kurz hier oben lang, oder? Vielleicht haben wir hier noch was. Ich hab hier einen gefunden. Okay. Gucken wir nochmal kurz hier. Hier ist gefährlich. Das ist ein Raum mit vielen Löchern, wo Viecher spawnen. Ja, hier ist aber nichts mehr. Aber hier ist gerade ein lilanes Schild gefallen. Schauen wir mal.
178 und eine extrem hohe Ladegeschwindigkeit. Boah. Extrem hohe? Alter Vater, ja. Überlastkapazität. Oh. Ich würde sagen, der mit dem niedrigsten, mit der niedrigsten Kapazität bekommt das, oder? Ich habe 92. Und du wolltest du ihn doch nur haben. Nö, nee, wieso? Ist doch einfach nur fair, oder? Kapazität? Ja, also, okay, ich bin raus. Ich bin bei 78. Ich hab 92, was hast du, Ballas? Nimm 128. Ja, dann kriegt, was kann er das? Achso, halt. Wie eine Schrotflinte. Oder? Matador. Ja. Das wäre eventuell was für unseren kleinen Ascandra. Ja. Ja. Combat Rifle. Das ist mir. Granaten braucht noch wer? Nee, mit. So. Oh, Moss Grenades. Ja, die Ecke hat sich auf alle Fälle gelohnt. Von der Ausbeute her. Ja, auf jeden Fall. Laufe ich jetzt gerade wieder zurück? Nee, ja. ist richtig da. Hier oben hatte ich nur vorhin schon einen gefunden. Da oben sehe ich noch einer. So ein bisschen rüber liegen mit dem Berg. Hier müssen wir noch aufpassen. Level up! Ouchie! Fick dich! Alter! Ich hab meine eigene Granate hingerammt. Ui. Okay, ich heil dich. Also ich hol dich hoch. Alter, der Unterschied zu der SMG und dem Combat Rifle, das ist gigantisch. Ja. Oh. Ich versteck mich hier. Ah, one man down. Was? Uiuiui. Leben alle noch? Scheint so. Ja, wenn du dich rächst quasi, oder wenn der dich umgebracht hat, getötet wird, dann stehst du wieder auf. Okay. Die Granate nehme ich mal mit hier. Gummigranaten. Ja, es ist einfach nur ein Granaten-Update halt, ne? Ja, aber besser als meins, deutlich besser. So, eins brauchen wir noch. Das war hier hinten, ne? Kann sein, weiß ich nicht. Ja, da steht sie. Mir rennt alles nur wieder durch die Linse irgendwie. Ja. Falls noch wer MG-Muni braucht, da ist noch welche. So, bis Buffs. Scheiße, sieh dir das an. Boah, so viele, aber leider so schlechte. So schlechte? Die Knarre ist ganz schön gut. Mit 35. Oh, stimmt, die ist wirklich gut. Ich bin mit meiner momentan ganz zufrieden, also ich brauch sie nicht. Ich hab 19. Dann die eine hier hat 40. Hier. 31. Dann nehme ich die mal. Nehme ich die 40er. Hast du schon wieder so eine Sniper-Knarre? Warte mal, braucht noch für eine Handfeuerwaffe oder sowas? Oh, das ist aber. Mit 31 habe ich hier noch eine. Die 40er hat aber ganz schöne Nachteile auch mit, ne? Egal, passt schon. Okay, dann lass uns zurückgehen. Ich habe schon mal die nächste Quest reingepackt. Achso, haben wir euch das eigentlich erzählt? Dass vermutlich ich immer die Quests reinnehmen muss. Darauf sind wir gekommen, auf die Idee. Weil ich der Host bin von der ganzen Geschichte hier. Und ja, könnte daran liegen. Ihr habt jetzt auch alle die Racks getötet. 0 von 10 angezeigt, oder? Jo. Ja, dann liegt es wirklich daran. Okay, naja, dann ist das wenigstens mal geklärt. So. Arschloch. Seid ihr noch da? Ja. Nein. Ja. Wo müssen wir eigentlich lang? Könnte stimmen, ja, da hinten. Alter. Ich hatte gewone-hitted, glaube ich, oder? Ja, das ist. Was hat er für Level gehabt? 3? Ich weiß es nicht, ich hab's so schnell nicht gesehen. Ich bin einfach nur umgeschossen. Mit 109 oder irgendwas. Ja, dann ist es Level 2 oder 3 gewesen.
so. Ja, dann werden wir mal geportet. Lasst uns gehen. Trollolol, jetzt hat sich meins aufgehangen, glaube ich. Dann werden wir auch gleich alle rausgeschmissen. Also, es hat nicht geholfen. Nein. Nicht. Und, hat sich's aufgehangen, oder? Ja. Yay. Ja. Okay, dann breche ich gleich mit der Aufnahme ab. Dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Bis dann. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Diesmal wieder absturzfrei. Und es geht weiter. Der Absturzsimulator quasi. Ja. Das ist echt schon krass, wie oft das Spiel dir abstürzt. Ja, das ist wunderschön. Das ist der Hammer. Das ist der Wahnsinn. Da sind wir dabei. Das ist prima. Ist halt auch so gut geeignet für ein Let's Play. Ja. So, leider weiß ich gerade nicht mehr aus dem Kopf, wo wir die abgeben mussten. Deswegen gucken wir einfach mal nach, würde ich sagen, oder? Irgendjemand hat eine Piff-Puff eingesammelt. Ich war's nicht. Okay, dann war's Flo. Mit der Pumpgun sportlich schlank, ja. Ich glaube, bei Digger hier hinten war das. Alter Vater, gibt's hier viele Quests. Für Stufe 15, 12. Am schwarzen bist du Brett grade, kannst du nee, am Quests annehmen. Am schwarzen Brett müssen wir doch nicht abgeben, Mann. Wir müssen hier zu Hinkebein Joe. Müssen wir zu dem? Ja. Warum kommst du nicht her? Und okay. Soll ich die Quests mal annehmen? Hey, danke. Immer schön gesagt. Wer winkt sie? So. Und viele können sich gerade. Oh, eine blaue Sniper, Mann. Schweige denn den anderen. Darum bedeutet mir deine Hilfe sehr viel. Wir haben wieder nichts bekommen. Wobei doch keine blaue, nur, glaube ich, oder? Also, ich habe eine blaue Sniper bekommen. Ich habe eine lila, ne? Ich habe eine grüne. Warte mal, vergleich das doch mal immer, Ballas. Ich wollte gerade sagen, Ballas, komm mal eben rüber hier. Warte mal, also was hat denn das Ding, was du gekriegt hast, Flo? Kann ich dich sagen. Ratzisch. 76 Schaden, 95 Zielgenauigkeit, 2,7er Feuerrate, 10er Magazin, plus 5 Magazingröße, plus 48% Feuerrate, plus 180% kritischen und einfachen Waffenzoom. Also ich, ja, gib mal rüber. Super, damit habe ich nicht gerechnet. Ich nehme mal ein paar Quests, also parallel, ne? Wo hast du? Ja, da vorne. Boing. Achso, hier, ah, da. PPZ 7.3 Liquid Sniper. Okay, also Waffen, die man auch kriegt, die sind anscheinend wirklich komplett random hier. Ja, wobei es gibt, du kriegst irgendwie immer von einer Waffengattung, die dann eine, aber der Rare Level ist random. Ja, genau. Hast du eigentlich einen coolen Metallfreund hier schon gesehen? Magazingröße, Größe. Plus Feuerrate. Ja, das ist schon geil. Zwar weniger kritischer Trefferschaden, aber. Doch eine ganze Ecke stärker. So, schauen wir mal. Darf ich vorstellen, meine neue Sniper. Oh, wieder mit einem normalen Visier, nicht mit so einem Strichvisier hier. So, also, Yubi, dann such uns mal eine Quest raus. Ja, bin quasi schon dabei. Was? Sniper Rifle Gehäuse, Sniper Rifle Griff, Sniper Rifle Visier und Lauf? Ja, ist halt die Quest, ne? Aber gib mir mal eben Deckung, ich werde ja dauernd angeschossen, ey. Deswegen kann ich die leider gar nicht raussuchen. So. Okay, die wäre da ganz oben. Die könnten wir machen. Die wäre vor allen Dingen auch im Levelrahmen. Also man kann sich die leider nicht im Vergleich alle anzeigen. Das ist ein bisschen blöd. Einfach auf der Karte, weißt du? Ja, klar. Wir machen erstmal die 10er Quests, würde ich sagen. Weil die sind halt an unserem Levelgebiet. So, also ich habe mir ein Auto geholt. Jo, wir machen jetzt die ich jetzt aktiviert habe. Dazu müssen wir der Straße folgen. Ich sehe die gerade auf der Karte nicht. Wir müssen nur der Straße folgen. Ach, da ganz hinten, ja. Warte mal, zeigst du irgendwas an Straßenkills hier questmäßig bei mir? Moment, habe ich mich jetzt wieder verdrückt, weil ihr schon losgefahren seid? Oder hat es irgendwas automatisch? Genau das ist die jetzt. Gebastelt. Das ist halt eine Stufe 10er Quest. Weil ich denke halt, wir nehmen dann lieber die niedrigen Quests erstmal.
Na, weil denn im Moment bringen die uns halt noch mehr, als wenn wir die dann später machen. So. Okay, dann. Vollgas voraus. Ja, genau. Ich musste nur mal kurz gucken, ob wir jetzt richtig fahren. For the glory of Narnia! Moment. Halt, irgendwas ist. Huch, ich hab den Scheinwerfer kaputt gemacht. Knallharter Säugnis-Gag. Uiuiuiui. Ist klar. Okay, sowas müssen wir machen.